Ideen der Informatik, eine Vorlesung für Hörer aller Fakultäten. Informatik hat die Welt verändert und wird sie weiter verändern. Denken Sie an Internet, Suchmaschinen, Skype und Mobiltelefonie, Electronic Banking, Einkaufen im Internet, Suchmaschinen, Navigationssysteme, soziale Netzwerke, Roboter und Wikipedia, aber auch an Autos und Fotoapparate. Informatik hat verändert, wie wir arbeiten, kommunizieren und interagieren, spielen und unsere Freizeit verbringen. Informatik hat auch verändert, wie Wissenschaft betrieben wird und wie große Firmen geleitet werden. Viele dieser Errungenschaften sind recht neu. Meine erste E-Mail schrieb ich vor 30 Jahren und eine Webseite habe ich seit weniger als 20 Jahren. Bis vor 15 Jahren habe ich Computer fast ausschließlich beruflich benutzt. Jetzt benutze ich sie auch ständig in meinem Privatleben. Ich gehe nicht mehr zur Bank, sondern benutze Electronic Banking. Ich benutze Navigationssysteme und keine Landkarten mehr. Ich bestelle Dinge oft im Internet. Ich benutze Suchmaschinen. Und ich plane meine Reisen mit Hilfe des Internets. Einige der größten Firmen der Welt sind Informatikfirmen. Google, Facebook, Microsoft, IBM, Oracle und hier in Deutschland SAP. Auch Traditionsfirmen wie etwa Siemens oder Bosch oder Volkswagen machen inzwischen einen beträchtlichen Teil ihres Umsatzes mit Informatik. Die gesellschaftlichen Auswirkungen von Informatik sind enorm und nicht immer positiv. So ist heute die vollständige Überwachung des gesamten E-Mail-Verkehrs möglich und das Internet vergisst nicht. Unliebsame Bilder und Fakten aus der Vergangenheit wird man nur schwer wieder los. Diese Vorlesung wendet sich an alle, die diese Umwälzungen besser verstehen wollen. Ich erkläre Ihnen die Grundlagen dieser Umwälzungen und verhelfe Ihnen so zu einem besseren Verständnis der Sie umgebenden Informatiksysteme. Die Vorlesung setzt kein Informatikwissen voraus. Ich habe mir für diese Vorlesung drei Ziele gesetzt. Erstens möchte ich Sie mit Grundbegriffen der Informatik vertraut machen und die folgenden Fragen beantworten. Was ist ein Algorithmus? Was ist ein Computer? Sind alle Computer gleich? Können Computer alles? Oder gibt es Probleme, die prinzipiell nicht durch einen Algorithmus gelöst werden können? Falls man ein Problem lösen kann, mit welchem Aufwand? Wie kann man sicher verschlüsseln? Ich erkläre Ihnen, wie wichtige Informatiksysteme funktionieren, wie Navigationssysteme funktionieren, wie Suchmaschinen funktionieren, wie das World Wide Web funktioniert. Ich möchte Ihnen genügend Verständnis für die Informatik beibringen, sodass Sie die gesellschaftlichen Konsequenzen von Informatiksystemen fundiert diskutieren können. Noch einen Satz zu meiner Person. Ich heiße Kurt Mehlhorn, ich bin Direktor am Max-Planck-Institut für Informatik. Und man sagt mir nach, dass ich auch komplizierte Dinge einfach erklären kann. Ich hoffe, ich habe Ihr Interesse geweckt. Wenn Sie mehr über die Vorlesung wissen wollen, gehen Sie bitte zu meiner Webseite.